Vielen Dank an die Conva GmbH, die mir die hier gezeigten Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Willkommen zu einer neuen Folge Prepper Gear. Und dieses Mal geht es erneut um die Themen Nahrung und Trinkwasser. Ich habe die Möglichkeit bekommen, diese Emergency Food Produkte hier auszuprobieren. Und ihr könnt dabei sein, wenn ich jetzt quasi einen Live-Test mache. Das hier sind die OneDesp Emergency Food Pakete. 1DSAP steht dabei für One Day Survival Pack, also Überlebensration für einen Tag. Das hier rechts, das ist das normale 1DSAP. Und das hier, das nennt sich 1DSAPWR. Eigentlich handelt es sich bei beiden Produkten um exakt das gleiche, nur dass hier die Box zusätzlich nochmal luft- und wasserdicht eingeschweißt wurde. WR steht nämlich für Water Resistant. Schon diese ganz normalen Boxen hier eignen sich hervorragend zum Einlagern, denn sie sind extrem stabil aufgebaut. Da kann man problemlos etliche übereinander stapeln. Wenn man die Boxen aber zusätzlich noch vor Feuchtigkeit schützen möchte, weil man sie zum Beispiel in einem feuchten Keller einlagern will oder so, dann ist eben dieses WR gut geeignet, da das Ganze sicher eingeschweißt ist. Ich spreche schon von Einlagern, aber der Name Emergency Food verrät es ja auch schon. Hierbei handelt es sich natürlich um Langzeitlebensmittel zum Einlagern für die Krisenvorsorge. Was hierbei jedoch recht neu ist, zumindest kenne ich nichts Vergleichbares, hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Lebensmitteln und Trinkwasser. Und was hier genau drin ist, das sehen wir am besten, wenn wir mal einen Blick oben auf die Pakete werfen. Inhalt: 3 Mahlzeiten und 1 Liter Trinkwasser, also alles, was man für den Notfall benötigt. Und Mindesthaltbarkeitsdatum 10 Jahre. Mehr wird man wieder nicht angeben dürfen. Die tatsächliche Haltbarkeit, da bin ich mir ziemlich sicher, wird wieder weit darüber liegen. Und dann sieht man hier unten 3 verschiedene Menüzusammenstellungen, die in solch einem Paket enthalten sein könnten. Ich habe die Zusammenstellung B, das sieht man am rot aufgeklebten Punkt. Das bedeutet, ich habe hier als Frühstück Rührei mit Speck und Bratkartoffeln, als Mittagsverpflegung Gulaschsuppe und als Abendverpflegung Lachs mit Kartoffeln in Dillsoße. Das Menü A und C haben ebenfalls als Frühstück Rührei mit Speck und Bratkartoffeln. Dann aber der Unterschied, Menü A besteht ansonsten noch aus Nudeln Bolognese und Beef Stroganoff mit Reis und das Menü C, Pichelsteiner Eintopf und Hühnchencurry mit Reis. Dann gibt es ganz unten noch 3 weitere Optionen, Tindel, Taschenlampe und Water Resistant. Ich habe hier das Paket mit einem Tindel enthalten, anscheinend gibt es auch Pakete mit einer Taschenlampe darin. Und Water Resistant heißt einfach, was ich vorhin schon meinte, die Modellversion WR, wenn das Paket wasserdicht eingeschweißt ist. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es mal auf und werfen einen Blick hinein. Und was haben wir hier? Ich sehe 2x 0,5 Liter Trinkwasser in Glasflaschen und dann 3 Mahlzeiten. Und ganz oben verbergen sich noch 2 kleine Dinge. Zum einen der Tindel und ein Päckchen, zu dessen Inhalt ich gleich noch komme. Die 3 Dosen sind nochmal zusammen in eine Folie verschweißt. Warum, das weiß ich jetzt nicht. Und hier seitlich sind schön die Zutaten zu sehen. Und das finde ich ganz witzig gemacht. Die oberste Dose hier ist jetzt das Frühstück, Rührei mit Speck und Bratkartoffeln. Und die kleinen Bildchen zeigen jedem sofort die Hauptzutaten. Einmal das Huhn mit dem Ei für das Rührei und dann eben ein Schweinchenbild für den Speck. Darunter haben wir Lachs mit Kartoffeln, da ist ein Fisch zu sehen. Und ganz unten die Gulaschsuppe mit einem Rind. Es sind jeweils 3 400 Gramm Weißblechdosen und 1 Dosen, das ist das Beste, was man mit Lebensmitteln bezüglich einer langen Haltbarkeit machen kann, wenn man die enthaltene Flüssigkeit nicht durch Gefriertrocknung entziehen will. Und hier hat man sich ganz bewusst gegen eine Gefriertrocknung entschieden, denn es sollen Ready-to-Eat-Mahlzeiten sein, Gerichte, die man sofort verzehren kann, ohne eine Zubereitung und ohne Zugabe von wertvollem Trinkwasser, was in einer Krisensituation sehr wichtig sein könnte. Ohne Zubereitung? Was ist mit dem Erwärmen? Natürlich schmecken solche Gerichte viel, viel besser, wenn man sie vorher heiß macht, aber im Notfall, wenn gar nichts geht, dann können die Gerichte aus den OneDesk-Paketen auch komplett kalt verzehrt werden. Die Gerichte, die wurden alle komplett fertig zubereitet und dann frisch in Dosen versiegelt. Also sie können sowohl heiß als auch kalt verzehrt werden. Ready to eat eben.
Hier dann die zwei Wasserflaschen, Glasflaschen. Nicht schlecht, da man das Gewicht ja nicht bei sich tragen muss, so sollte selbst nach 10 Jahren keinerlei Kunststoffgeschmack auf das Wasser übergegangen sein. Dann habe ich hier den Tindel, ein sogenannter Dosengriff, der das Dosenkochen deutlich einfacher machen soll. Dosenkochen? Ja, denn typischerweise erhitzt man solche Mahlzeiten hier, indem man die Dosen einfach für ungefähr 15 Minuten in ein heißes Wasserbad stellt. Und dabei soll dieser Tindel eben sehr hilfreich sein. Wir werden es gleich ausprobieren. Natürlich kann man diese Mahlzeiten hier auch öffnen und in einem Topf erhitzen, in einer Pfanne erhitzen oder wie auch immer. Der Tindel wird hier auf die Dose geklippt und dann kommt das Ganze in ein heißes Wasserbad. So, die Zeit ist um. Mein Frühstück ist heiß und jetzt will ich es natürlich probieren. Zuvor schauen wir uns aber noch ganz kurz dieses Tütchen hier an. Ich reiße es einfach auf und hier drinnen findet sich ein komplettes Besteckset aus Holz, Messer, Gabel, Löffel, eine Serviette und noch ein Zahnstocher. Das finde ich eine witzige Idee. Ich bin gespannt. Durch den Push-Pull-Verschluss lassen sich die Dosen ohne Mühe öffnen. Dann will ich mal probieren. Rührei mit Speck und Bratkartoffeln. Ich hätte es noch ein klein bisschen länger erwärmen können. Es ist warm, aber noch nicht richtig heiß. Ich glaube, richtig heiß würde es noch besser schmecken. Aber vom Geschmack her, schmeckt gut. Wie halt eine Portion Bratkartoffeln. Natürlich nicht so wie Bratkartoffeln frisch aus der Pfanne, richtig angeröstet. Aber ich muss sagen, vom Geschmack her, lecker. Ich hole hier mal ein bisschen so eine Mischung raus, damit ihr das besser sehen könnt. Ich glaube, hier kann man es ganz gut erkennen. Rührei, die Speckwürfel und eben Kartoffelscheiben. Also ich kann es nicht anders sagen. Das schmeckt wirklich gut. Das ist Notnahrung, wie man sie sich wünschen würde in einem Notfall. Denn ja, man möchte da ja nichts Außergewöhnliches, sondern vielleicht das, was man sonst auch gewöhnt ist. Und hier kann man jetzt nicht sagen, dass es außergewöhnlich anders schmeckt oder so. Natürlich ist es nicht genau dasselbe wie frisch aus der Pfanne. Aber definitiv eine sehr leckere Geschichte. Ich würde das jetzt am liebsten alles aufessen, aber ich möchte mit euch ja noch die anderen Dosen anschauen. So, die nächste Dose ist heiß und diesmal die Gulaschsuppe. Und die habe ich diesmal etwas länger im Wasserbad gelassen. So, dann kommt jetzt auch der Löffel zum Einsatz. Und das wollte ich als erstes mal nachschauen, deswegen die Nahaufnahme. Ist das nur eine dünne Suppe oder ist da auch Inhalt drin? Und man sieht dicke Fleischstückchen, dicke Kartoffelstückchen. Hier sieht man Paprika. Der Geruch ist toll. Ich muss erstmal ein bisschen probieren. Fleisch. Ja, und auch hier kann ich sagen, es ist insgesamt ein leckeres Essen. Für mich persönlich könnte Gulasch ein bisschen schärfer sein, aber das ist natürlich für den Jedermann hier gemacht. Und da wäre es natürlich absolut falsch, wenn es zu scharf wäre. Das ist definitiv ein Gulasch, das auch meine Frau essen würde, das auch jedes Kind essen würde. Also auch in diese Richtung hat man sich mit Sicherheit Gedanken gemacht. Fleisch, Kartoffeln, Zwiebeln, alles drin, alles sehr lecker. Das Söschen insgesamt, also die Suppe, ist nicht so eine dünne Plörre. Also auch hier kann ich sagen,
rundum leckeres Essen. Da hat man bei diesem Set schon vernünftige Sachen in die Dosen gepackt. So, ich kann gleich noch ein bisschen löffeln. Ich mache noch die dritte Dose fertig. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, Lachs und Kartoffeln. Und da haben wir sie. Diese Verschlüsse sind wirklich sehr gut. Das kenne ich aber auch schon von anderen Gerichten. Oh, da kommt vielleicht ein Fischgeruch raus. Aber nicht negativ gemeint, sondern positiv. Als wenn man wirklich gerade so ein frisches Gericht gekocht hat. Schöne, dicke Lachsstücken. Wo sind die Kartoffeln? Hier unten. Kartoffelstücken. Und dann so eine Dillsoße. Ich bin gespannt. Aber jetzt muss ich auch erstmal einen Schluck Wasser hier trinken. Ah, das ist sogar Wasser mit Kohlensäure. Aber nur ganz, ganz leicht. Steht auch drauf, mit Kohlensäure. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Ich habe jetzt mit stillem Wasser gerechnet. Das ist natürlich lecker. So, dann verkosten wir hier den Lachs. Wow, für ein Dosengericht, da hätte ich jetzt eine viel festere Struktur erwartet. Der ist wunderbar zart. Nicht schlecht. Kartoffeln. Schmeckt wirklich gut. Ich probiere nochmal die Soße. Einwandfrei, wirklich ein ganz, ganz tolles Gericht. Geschmacklich deutlich über dem, was man sonst so kennt aus Dosen. Also hier hat man wirklich hochwertige Qualität in die Dosen hineingepackt. Ganz, ganz tolle Gerichte ausgewählt. Jetzt kenne ich natürlich nur die drei Gerichte aus diesem B-Paket. Aber von drei Gerichten, drei sehr lecker, das ist doch schon mal ein guter Schnitt. Und das sagt mir einfach, dass auch die anderen Gerichte höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr gut schmecken werden. Top! Weitere Informationen zum Emergency Food sowie einen Link in den Conserva Online-Shop findest du auf der Homepage https://emergencyfood.conva.com. Dort gibt es nicht nur die One-Desk-Packs und Langzeitvorräte, sondern auch Einzeldosengerichte. Das sind die One-Day-Survival-Packs von Emergency Food für die Krisenvorsorge. Langzeit-Lebensmittel-Notfallpakete mit langer Haltbarkeit, die auch ohne Kühlung gelagert werden können. Macht's gut! Vielen Dank an die Conva GmbH, die mir die hier gezeigten Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.